Das Publikum klatscht vor Begeisterung, als jemand auf die Bühne trat, um den Anfang des Stückes einzuläuten. Er verbeugt sich und beginnt mit seiner Begrüßung. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Als ihre königliche Hoheit, Prinzessin Cornelia, die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird, fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lear, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ob ihre königliche Majestät, Königin Brain, oder Prinzessin Garnet in der Ehrenloge, oder die verehrten adeligen Herrschaften auf den Rängen, oder unsere Zuschauer auf den Dächern. Halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Der Mann verbeugt sich abermals vor dem klatschenden Publikum und das Stück kann endlich beginnen. Hinter der Bühne machen sich Sidan und seine Freunde bereit für ihren Auftritt. Deinen Vater und Mutter haben sie ermordet. Und nun wird dir auch noch deine Liebste entrissen, Freund Markus. Oh, vom Schicksal betrogener Markus! Woraus kannst du noch die Kraft für dein weiteres Leben schöpfen? Gegen das Unrecht für unseren Freund. Lass uns die Scharfrichter König Lears sein, dem Schuldigen. So soll es sein. Die drei Freunde laufen auf, um Markus im Kampf beizustehen. König Lear wird von zwei Leibwächtern bewacht und Markus steht ohne Furcht vor seinem Erzfeind. Wir sind gekommen, um dir im Kampf beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, alter Freund? Meine armen Brüder hat er umgebracht. Auch mich dürstet es nach Rache. Hinfort mit euch, elendes Pack. Wer sich mir in den Weg stellt, der sollte nicht auf Gnade hoffen. Erhebt ihr eure Schwerter gegen mich, so besiegelt ihr damit euer Schicksal. Markus zieht sein Schwert, welches er König Lear entgegenhielt. Er lässt sich nicht durch die Worte des Königs einschüchtern. Mutig stellt er sich dem Kampf, seine Freunde kämpfen mit ihm. Der Zorn unseres Freundes wird dein Fegefeuer sein. Spüre den Schmerz unseres Freundes vertausendfach. Sie kämpfen hart gegen König Lears Truppen und dieser gibt schließlich klein bei und flüchtet. Ach, glaube nicht, die Sache wäre damit beendet, Markus. Bleib stehen! Sidan will König Lear verfolgen, doch plötzlich stellt sich ihm sein Kamerad und bester Freund Blank entgegen. Was zögerst du, Blank? Beruhige dich, Sidan, und denke doch erst einmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt es ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wäre alles gut und die Welt dreht sich im Frieden weiter? Es kommt zum Kampf zwischen den beiden Freunden. Hep. Ho! Ha! Die beiden laufen zum Platz, um dem Publikum einen schönen Showkampf zu präsentieren. Also gut, du willst es nicht anders. Ganz recht. Dieses jubelt über die fantastische Show-Einlage. Wir setzen das ein andern Mal fort. So leicht kommst du mir nicht davon. Na, fertig mit Umziehen, Sidan? Unsere Freunde nutzen den Tumult, um in das Schloss einzudringen und überwältigen dabei zwei Wachen, um ihnen ihre Rüstungen zu stehlen. Schon, aber dieser Helm, der müffelt irgendwie. Und wirft den stinkenden Helm weg. Ah, du Armer. Meine müffelt nicht nur irgendwie, der stinkt wie die Pest. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt mich was. In den Stiefeln steht der Schweiß. Die Handschuhe sind glitzig wie ein Aal und die Taschen voll mit Keksen. Ja, hab verstanden. Aber sag mal, hast du die Viecher dabei? Na Logo, auf mich ist Verlass. Sehr gut. Dann gehe ich erstmal der Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütten. Genau. Blank läuft zu den überwältigten Wachen, die friedlich vor sich hin schlummern. Die ratzen ja wie die Weltmeister. Also, laut unseren Informationen befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Alles klar. Die anderen Mitglieder der Tantalus scheinen eine gute Vorstellung zu liefern, denn man hört im Hintergrund das Jubeln des begeisterten Publikums. Aha, jetzt habe ich gleich die Szene, in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig werden, bevor diese Akt zu Ende ist.
Sidan läuft die Treppe hoch, wie ihm Blank beschrieben hat, als er auf dem Weg zur Loge auf ein Mädchen in einer weißen Kutte trifft. Hey! Verzeihung, würden Sie mich bitte vorbeilassen? Sidan versucht, das Gesicht des vermummten Mädchens zu erhaschen, welches ihm nur teilweise gelingt. Er mustert das Mädchen genau. Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, eigentlich... Eigentlich bist du es nämlich, auf die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau. Seit du geboren wurdest, träumte ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen. Weißt du? Ihr nehmt mich auf den Arm. Nein, nicht doch. Wie könnte ich? Verzeiht, ich muss gehen. Hey, so warte doch. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nein, ich... Sidan läuft einmal um das Mädchen herum und schaut sie sich noch genauer an. Nee, so ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa... Hey, Sidan, was geht denn da oben ab? Also, bitte verzeiht. Als das Mädchen ihre Worte zu Ende gesprochen hat, rennt sie Sidan und Blank, der an der Treppe gewartet hat, über den Haufen. Was läuft hier eigentlich ab? Beeil dich, das war gerade Prinzessin Garnet. In Ernst? Und rennen dem flüchtenden Mädchen, welches sich als Garnet entpuppt hat, hinterher. Im Flur des Schlosses treffen sich zwei Narren. Der eine von ihnen ist blau, sein Name ist Zon, und der andere ist rot, Son. Sie scheinen sehr aufgebracht zu sein. Furchtbar, sag ich. Furchtbar, sag ich. Unvorstellbar, sag ich. Das wird Königin Brynn aber nicht gefallen, sag ich. Schnell, sag ich. Schnell, sag ich. Furchtbar, sag ich. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zu Königin Brynn, sag ich. Die beiden Narren kommen nach unzähligen Diskussionen dann endlich zur Theaterloge, um mit Königin Brynn zu sprechen. Majestät! Furchtbar, sag ich. Der treue Soldat Adelbert Steiner stellt sich vor die Narren. Im Moment wünscht Ihre Majestät nicht gestört zu werden. Komm später wieder. Die schöne Soldatin Beatrix geht zu den Narren. Ist es ein dringendes Anliegen? So ist es, sag ich. Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sag ich. Wenn dem so ist, so werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum, sag ich. Steiner sieht dem Geschehen zu und ärgert sich so sehr über die Handlungsweise von Beatrix. Was brustet sich diese Beatrix mal wieder auf? Nun, worum geht es? Prinzessin Garnet ist ganz furchtbar, sag ich. Ich verstehe. Wartet hier einen Augenblick. Ich bitte um Beatrix geht zu Königin Brynn, um ihr die Geschehnisse zu erläutern. Ich versuche gerade, das Stück zu genießen, also erbitte ich mir, nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnet... Ach ja, wo ist Garnet überhaupt? Es scheint, als hätte sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt die Göre sich dabei? Generälin Beatrix. Jawohl. Und auch ihr, Hauptmann Steiner. Zur Stelle. Schafft mir sofort Garnet wieder her. Zu Befehl. Sehr wohl. Wie er befiehlt, Eure Majestät. Steiner geht zum Schloss, um seine Truppe Pluto zu mobilisieren, damit sie Prinzessin Garnet suchen. Pluto-Truppe, Kompanie angetreten. Aber keiner der Soldaten erscheint. Nanu, keiner da? Hauptmann Steiner? Kompanie zur Stelle. Die beiden Soldaten, die angetreten waren, haben keine Rüstung an und sehen sehr mitgenommen aus. Was soll das, ihr Komiker? Wo ist der traurige Rest? Die anderen sechs, meine ich. Was soll diese lächerliche Darbietung? Auf Befehl von Königin Brynn, zieht euch sofort was an und sucht Prinzessin Garnet.